überspringen das einfach und ja, ich sehe das dann halt auch nicht ein, weil ist so, ne? Aber dann gestern Abend noch mal schön das Lager so voll machen, dass ich dann genug zu tun habe. Aber übel genug zu tun, ohne Scheiß. Das habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Foodlocker-Life, wie voll das Oh Lager Gott! war. Da habe ich, warte. Ohne Ja, Flachs, Mann. erzähl ruhig weiter. Ich höre dir zu. Es war echt, also ich glaube, ich hatte irgendwie 200 Paar Schuhe gestern Abend noch, also aufzuräumen. Und das ist echt hart. Das ist nicht wenig. Bei einem zweistöckigen, ungefähr 300 Quadratmeter großen Lager. Das ist echt viel. Das ist wirklich. Das macht auch keinen Spaß, das alleine aufzuräumen. Anstatt irgendwie mal Hilfe zu haben unten, denkt der Chef sich eh, nee, ist sein letzter Arbeitstag, der kriegt da unten keine Hilfe. Dem gehen wir also mal so richtig ein mit dafür, Dem dass er nichts verkauft hat. besorge ich es nochmal so ungefähr, ja. 20 Jahren kommst du wieder und kaufst seinen Laden. Ich hoff's. Kann er das Lager für dich aufräumen? Dann lasse ich ihn aber nicht nur das Lager aufräumen, sondern aufs Klo putzen, mein Junge. Musstest du auch, mein Sohn? Ja. Ach, wie geil. Ah ja, das findest du geil? Okay. Das Ja Klo wird gut, aber wer ist eigentlich, denn... das Klo wird eigentlich nie geputzt. Nur mal so. Aber wer ist denn da schon auf dem Klo? Ja, wenn dein Vetter im McDonald's war, Zwiebelringe, im Burger King war und Zwiebelringe isst. Boah, geil. Er ist halt mal 3 Stunden auf dem Klo Naja. verschwunden. Das Spiel Flappy Birds. Naja, Flappy Birds ist richtig heftig, ne? Ist ein edles Spiel. Muss man einfach sagen. Meiner ist Kurs 75. Was? Ich krieg's kostenlos. Hm? Das ist kostenlos, oder nicht? Ja, aber mein Highscore ist 75. Ach so, dein Highscore. Ich habe verstanden, es kostet 1,75. Nein. Weißt du, meine Klassenkameraden so, boah, hol dir das Spiel nicht, du regst dich so auf, du regst dich so auf. Das ist also ein Scheiß, so ein Ich hab's auch Dreckspiel, nicht ne? geglaubt. Ich hab's auch nicht geglaubt. Und der. Alle mal so irgendwie, ja, boah, geil, ich hab 14 geschafft, boah, Alter, ne, hast du gehört, der und der hat schon 14 geschafft, so, ne? Ich lasse mir Freitagabend mal so runter, spiel 2 Runden, einmal 35 geschafft, einmal 55. Und heute Morgen habe ich dann irgendwann 75 geschafft. Solche Spastis. Die freuen sich, wenn sie 5 oder so haben. Ich denke, boah, das ist voll das harte Spiel. Also ich habe auch nicht mehr als 20 geschafft, ehrlich gesagt. Was habt ihr denn? Das Spiel ist so leicht. Ich habe halt, ja. Ja. Also ich sag dazu jetzt mal nichts. Das ist ja nur peinlich, was ich sonst von mir gebe. Hat auf der Arbeit auf dem Klo gespielt. Ja, nicht nur das. Der Flappy Birds ist so ein Spiel, das spiele ich wirklich nur auf dem Klo. Wenn ich kacken bin oder so. Ja, richtig schön die Wurst rauspressen und dann. Man regt sich dann so auf, wenn man doch mal wo gegenfliegt beim 5. oder so. Wenn man vorher 75 geschafft hat, denkt man, ich schaffe ich 80. Und dann fliegst du doch bei 5 gegen das Rohr, dann regst du dich so auf und dann drückst du einmal richtig und dann. Boah, dann. Du musst aufpassen, dass die Wurst nicht noch das Rohr unten von der Klo durchschlägt. Wenn so rausgeschossen kommt. Weil du so wütend bist, ne? Ja. Machst kurz die Augen zu und stößt dann gegen irgendwas. Da presse ich einmal so unnormal dann. Was? Nein. Worth. Auf jeden Fall worth. Das war's wert. Oh fuck, nee, das war's nicht wert. Sehr schön. Sehr gut.
Aber wir spielen heute schon noch auf jeden Fall Street Fighter, würde ich sagen, oder? Ja, wann denn? Ich würde sagen, auch so Richtung 3, wie wäre das? Ich Oder glaube, ist dann das geht schon. gar nichts mehr. Nee, warum? Dann läuft der Download im Hintergrund und nichts geht mehr. Ach so, nee, ich dachte eigentlich, dass ich den Download irgendwie Ich morgen. starte ihn wahrscheinlich auch heute Abend oder so, würde ich Ja, sagen. wollte Dann gerade lasse ich ihn sagen. über Nacht laufen und morgen früh, wenn ich dann zur Schule gehe, ist er eh fertig und dann lasse ich das aus. Ich verstehe nicht, warum du das nicht gemacht hast immer. Ich meine, du gehst morgens um 9 Uhr musst du arbeiten, anstatt den Rechner über Nacht laufen zu lassen. Das ist wahrscheinlich sogar noch energiesparender, als wenn du den ganzen Tag laufen lässt, wenn du arbeiten bist, weil du dann meistens irgendwie 12 Stunden weg bist. Ja, das Üble ist halt bei mir meine Arbeitszeiten. Ne? Ist ja nicht so human, dass man mal 8 Stunden oder so arbeitet, sondern ich muss halt Nein, du musst ja meistens. morgens um 11 los oder so und morgens um 9 und bis abends um 10 oder irgendwann um 1 zu Hause. Ich habe halt einfach bis um 2 gearbeitet. Ne? Das ist Ja, ja. hast du die Überstunden wenigstens bezahlt bekommen? Ja, Hast du überhaupt ja. was bekommen? Ich bekomme 60% Nachtzuschlag. Wie viel ist das? 14 Euro normaler Stundenlohn. Und wenn Nacht ist, dann. 14 Euro Stundenlohn, das geht doch. Das ist übel. Das kriegst du sonst nirgendwo, mein Junge. Ja, deswegen ja. Sonst kriegst du irgendwie immer 11 oder 10. Oder einfach mal den Mindestlohn von 6,50. Oder so. Kann man auch machen, würde ich sagen. Wenn ich 14 Euro die Stunde bekomme, da gehe ich gerne auch mal ein paar Überstunden machen am letzten Tag, du. Auch wenn so Lager aufräumen ist. Ja, das macht Wo mir aber bekommst du Spaß. sonst als Lagerist irgendwie 14 Euro die Stunde? Das macht aber Spaß, das Lager aufräumen. Ohne Scheiß. Mehr Spaß als oben im Verkauf zu sein. Weil das ja, Warum? das ist ein Foodlocker mitten in der Stadt und da ist immer so viel los. Du hast ja keine Ahnung, Bro. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, Bro. Wieder ein Toyota Prius. Ich glaube, morgen bis 1. Echt? Oh, ist so gut. Ja, das macht mich traurig. Warum macht dich das traurig? Naja, man hätte auch Ausfall haben können. Stimmt, man hätte haben können. Ja, aber man hat ja nicht immer das.
Was ist mit dir los, mein Sohn? Ich bin am. Penner. Ja, ich bin. Ich habe voll Kopfschmerzen, weil ich bin um 6 eingeschlafen erst oder so. So. What? Ich habe Fieber bekommen in der Nacht, Mann. Doch nicht schön. Und um 10 oder so aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Gar nichts ist los. Das ist okay. Ja, ich bin ein Vollidiot. Nein. Meinst du? Ja, doch. Ich Was? hätte laufen sollen. Bastard. Wie läuft's bei dir in SF? Mäßig bis sonnig. Aua, jetzt bin ich nein. Jetzt läuft's unterirdisch, gell? Ja, jetzt kommt gleich wieder Insufficient Permissions und dann ist eh nee. Das Jetzt hat man habe ich keinen schon lange Bock nicht mehr. mehr. Was, du hast keinen Bock mehr? Spielen wir jetzt eine Nee, Runde? ich meinte, jetzt hat der Junge keinen Bock mehr. Ach, ich muss mal strollen. Strollen! Ja, dann Struller halt.
Boah, ich muss mich gerade übel konzentrieren, Bro. Aber ich kann noch quatschen mit dir. Nein, konzentrier dich doch, mein Sohn. Doch kein Problem. Übel, übel, Übel! übel. Hast du reingebumst? Ich werde noch. Na, ich weiß gar nicht, ob wir gebumst werden. Wir liegen mit 11 Kills vorne, aber es geht ja hier in LoL eigentlich eher darum, wer die Türme killt, ne? Nicht darum, wer mit Kills vorne liegt. Von daher bin ich mir gerade nicht sicher, wer vorne liegt. Will das ehrlich gesagt auch nicht beantworten. So früh eigentlich. Ja, was heißt so früh? Es ist eigentlich Late Game mittlerweile schon. Ich bin auch immer schon im Late Game. So. 4-2-18 ist meine Statistik. 18 Assists wohlgemerkt. 4 Kills, 2 Tode. Ist eigentlich nicht gut, aber auch nicht schlecht. Es geht eigentlich. Ja. Es geht besser. Ich hatte letztes Spiel beispielsweise 34 Assists. Das ist echt gut, finde ich. 34 Assists kann ich mit leben. Ich habe 5000 Gold, ich muss es mal ausgeben, den Scheiß. War das eng? Ich habe mit 120 Leben überlebt. Pisser. Ich habe 1700 wohlgemerkt. Wir Penner! Ich Wir mögen! mag keine Männer. Dann kommt jetzt leider keine Punchline.
Und der Schwanz geht auch nicht in den Mann rein. Tja. 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 Jetzt habe ich wieder Full Life. In der Tat. Wasted. Wasted. Let's get wasted, drunk, pissed, boah. Oh, das war richtig blöd gemacht, aber egal. I'm a survivor, I'm a survivor. And I'm fucking. Do you believe in love after love? Dun dun dun. Boah, ich bin tot. I believe in your mother vagina. Egal, ich hab 5000 Gold. Kaufe ich mir erstmal einen Rabadon. Stundenglas. Ja, ja, ganz genau. Einziges Item, was ich kenne. Weil der Papa einmal LOL gespielt hat oder so. Vierundzwanzig Assists. Oh ja, Baby. Oh ja. Wie sich über Assists freut, freut dich über Kills, mein Sohn. Ja, ich bin Supporter. Supporter machen nur Assists. Mach mir das doch gleich. Leona Support. Nee, nicht Leona Support. Das wäre langweilig. Nein! Nein! Nee, wär's nicht. Ich kann's aber nicht. Ich kann. Anivia bin ich gar nicht so. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gut oder schlecht bin. Ich bin passabel. Ich auch. Nein, Spaß, ich bin schlecht. Boah, ich muss immer Strohle an jeden. Das geht so nicht weiter mit mir. Das geht echt nicht so weiter. Oh, Alter, was macht der für Damage, der Pisser? Er mag halt keine Männer. Pisser hat mich auch noch umgelegt. Pisser. So, mein Sohn, ich geh kurz strühlen. Weil. Oh Gott, ey, bin ich müde. Naja, so auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Jetzt liegen wir hier 16 Kills vorne und verlieren das Ding, oder was? Das ist ja lächerlich. Alle 18 nur bei uns noch nicht. Ja, wobei, die sind echt nicht so viel bei. Wie kann man das verlieren? Das verstehe ich nicht. Jetzt komm, gib mir das Leben doch, du Pisser.
Ich pack's nicht. YOLO Hashtag Pisser. Jetzt verstehe ich auch, warum wir verlieren. Pisser, echt. Blöde Nami, Mann. Oh Gott. Wahnsinn, war das schlecht.